1957. Die ersten Hamburger Wehrpflichtigen werden im April zur Bundeswehr eingezogen. Den Aufbau einer neuen Armee, so kurz nach dem Krieg, lehnen viele ab. Die Bürgerschaftswahl am 10. November führt zum Regierungswechsel. Die SPD gewinnt die absolute Mehrheit. Kurt Sieveking von der CDU wird abgelöst. Max Brauer wird wieder erster Bürgermeister. In der Vorweihnachtszeit schiebt man bei der Bundespost Sonderschichten. Weihnachtspäckchen nach drüben, in die DDR, sorgen für Überstunden. Auftakt zur traditionellen Bockbiersaison. Hamburgs Polizeipräsident Bruno Georges gelingt, anders als im Vorjahr, der Anstich des ersten Fasses Senatsbock auf Anhieb. 400 Jahre ist der Probierhumpen alt. Der hochzeremonielle Anstich des Hamburger Bockbieres findet wie jedes Jahr im Curio-Haus statt. Hamburgs Wirtschaftssenator und zweiter Bürgermeister Edgar Engelhardt hat nun die Pflicht, den ersten Zug zu tun und das Gebräu nach jahrhundertealtem Protokoll freizugeben. Zu menschlichem Genuss geeignet, so lautet sein wenig überraschendes Urteil. Wie es die Tradition vorschreibt, setzen sich die 1000 geladenen, zumeist männlichen Gäste nun Zylinder auf. Auch sie können jetzt endlich probieren. Das heißt, der süffige Doppelbock mit 18% Stammwürze fließt in endlosen Strömen. Unter den prominenten Bierfreunden ist auch Bockslegende Max Schmeling. Der Hamburger Senatsbock ist ein Gemeinschaftsbier der fünf großen Hamburger Brauereien. Bis in die 70er Jahre werden die Hanseaten ihre Senatsbock-Tradition hochhalten.